Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Lokführer zu sein? Einmal Herr über Tausende von Pferdestärken zu sein. Oder aus der Vogelperspektive Züge zu dirigieren. Solche Träume werden Wirklichkeit mit der Modelleisenbahn, wie zum Beispiel dieser naturgetreuen Nachbildung des Intercity Express aus dem Hause Märklin. Für das Modellbahnzentrum Pfarrkirchen baute Bernhard Stein eine der größten und schönsten Anlagen Europas. Auf 30 Metern Länge und 1,60 Meter Tiefe verteilt sich ein Streckennetz von mehr als 250 Metern. Blicken wir dem Meister über die Schulter und erleben wir mit, wie diese großartige Anlage in nur 9 Monaten in seinem Atelier entstand. Am Anfang steht die Planung. Mittelpunkt der L-förmigen Anlage ist der Hauptbahnhof, der als Durchgangsbahnhof einer doppelgleisigen Hauptstrecke und einer eingleisigen Nebenstrecke konzipiert ist. Angegliedert ist ein nach historischem Vorbild gestaltetes Dampfbetriebswerk mit Drehscheibe und 9-ständigem Lokschuppen. Die doppelgleisige Hauptstrecke verläuft in weiten Gleisbögen im sichtbaren Bereich der mittleren Anlagenebene. Zwei 5-gleisige Schattenbahnhöfe in der unteren Ebene ermöglichen einen ständig wechselnden Zugverkehr. Die ins Gebirge führende Nebenstrecke wird in einem kleinen Landbahnhof scheinbar doppelgleisig. In Wirklichkeit ist es eine verdeckte Kehrschleife mit 3-gleisigem Schattenbahnhof. Bedingt durch die Größe des Ateliers und wegen der geforderten Mobilität ist die Anlage in 2,50 Meter breite Elemente unterteilt. Für die Konstruktion des Gleisplanes im Maßstab 1:10 bietet Märklin für jedes Gleissystem eine Gleisplan-Zeichenschablone. Die Zeichenschablone ist sehr hilfreich beim Zeichnen der Gleisverbindungen und Radien und beim Ermitteln der Stückliste. Die Größe der Anlage erfordert eine Dreiteilung des Gleisplanes. Damit er kopiert werden kann, wird die Bleistiftzeichnung mit Tusche nachgezogen. Durch Unterlegen des vorangegangenen Planteils gelingt ein nahtloser Ansatz. Beim Konstruieren des Gleisplanes müssen die richtigen Parallelgleisabstände unbedingt eingehalten werden. Dies gilt besonders für die Gestaltung von Bahnhöfen mit Inselbahnsteigen oder von Bahnbetriebswerken. Die Anlage ist in 3 Ebenen geplant. Alle Bezugshöhen werden in Millimetern angegeben. Der große Bahnhof zum Beispiel liegt 180 mm über der Rahmenoberkante.
Zur Verbindung der einzelnen Ebenen sind Steigungen einzuplanen. Für das vorgesehene Gefälle müssen die Strecken zwischen den Ebenen ausreichend lang kalkuliert werden. In Kurven geführte Strecken und Steigungen sind leicht mit dem Gummilineal auszumessen. Für die erforderlichen Ausrundungen an den Übergängen von den Ebenen in die Gefällstrecken sind Längenreserven einzuplanen. Das Anlagenkonzept sieht neben dem Bahnbetrieb eine zweispurige Straße mit rollendem Verkehr vor. Sie begleitet die doppelgleisige Eisenbahnstrecke in der unteren Ebene. Die Wendeschleifen liegen verdeckt im Untergrund. Eigentlich hätte man sich mit dem Zeichnen des Gleisplans gar keine so große Mühe geben müssen. Man kann ihn auch sehr kostengünstig per Computer reinzeichnen lassen. Gleichzeitig wird der Gleisteilebedarf ermittelt und die Stückliste erstellt. Der Computerplan gewährleistet absolute Genauigkeit. Er ist die Basis für das exakte Übertragen der Gleisgeometrie in die Werkpause. Das Fundament der Anlage besteht aus einem stabilen Gitterrahmen aus verzugsfestem Apache-Holz. Das überplattete Leistengitter sorgt für hohe Verwindungsstabilität der 2,50 Meter breiten Rahmenelemente. Jedes Element wird von 4 Stahlrohrfüßen getragen. Niveauausgleichsgewinde und Lenkrollen erleichtern später das exakte Ausrichten der Anlage. Für das Übertragen des Gleisplanes in den Originalmaßstab fertigen wir aus Packpapier eine Werkpause. Sie dient später zum Kopieren der Konturen auf die für den Zuschnitt vorgesehenen Sperrholzplatten. Millimetergenau werden die Maße aus dem Gleisplan im Maßstab 1:10 auf das Originalmaß übertragen. Wir beginnen am besten mit den Bahnhofsgleisen. Die vom Gleisplan übertragenen Linien sind identisch mit den Längsachsen der Gleise. Sie dienen im Originalmaßstab als Bezugslinie beim Verlegen. Wenn sich die Punktkontakte der Märklin-K-Gleise überall mit diesen Linien decken, entspricht das Gleisbild auf der Werkpause genau dem Plan. Zum Abtragen der Gleislängen oder beim Aufreißen der Gleisbögen ist dieser selbstgefertigte Radienzirkel eine ideale Zeichenhilfe. Er entstand aus einer Leiste mit entsprechenden Bohrungen und einer eingeleimten Nagelspitze. Abschließend zeichnen wir die Konturen für den Zuschnitt der gleisführenden Trassen. Um Verwechslungen auszuschließen, werden sie mit einer anderen Farbe nachgezogen. Bei Steigungen nutzen wir die 10 cm Marken zum Abtragen des Gefälles. In unserem Beispiel mit 2% Gefälle verringert sich die Höhe je Teilstrich um 2 mm.
Durch Unterlegen von Kohlepapier dient uns die fertige Werkpause zum Kopieren der Bezugs- und Schnittlinien auf die Sperrholzplatte. In einem weiteren Arbeitsgang zeichnen wir die Lage der Spanten in die erneut aufgelegte Werkpause. Die Spanten sind aus 10 mm Sperrholz. Begonnen wird mit Spant 2, da Spant 1 als Seitenwand erst nach dem Gleisverlegen eingepasst wird. An den Schnittstellen der Gleise übertragen wir zunächst die in der Werkpause angegebenen Trassenhöhen. Wir berücksichtigen Überhöhungen in den Kurven und zeichnen die Schrägen mit ein. Zum Schluss wird die Geländetopographie aufgezeichnet. Schon beim nächsten Spant müssen wir für die unterführenden Strecken Öffnungen aussägen. Mit dem Setzen der Spanten beginnt die Rohbaumontage. Wir lassen Raum für die zum Abschluss vorgesehene rahmenbündige Blende. An den Verbindungen der Elemente müssen die äußeren Spanten exakt rahmenbündig ausgerichtet werden. Die ausgesägten Trassenteile werden vor der endgültigen Montage zunächst probeweise eingefügt und auf ihre richtige Lage überprüft. Bei Steigungen sind die Trassenauflagen häufig nachzuarbeiten, um Neigungswinkel und Ausrundungen abzustimmen. Nur größte Sorgfalt garantiert später eine saubere Gleisverlegung mit störungsfreiem Bahnbetrieb. Beim Faller-K-System laufen die Fahrzeuge im Akkubetrieb und werden von Magnetschleifkontakten gelenkt. Dafür fräsen wir eine Nut in die Straßentrassen, um den Leitdraht einzubetten. Der Draht wird mit Nitrospachtel fixiert. Nach dem Aushärten wird die gesamte Fahrbahn durch mehrfaches Spachteln und Zwischenschleifen geglättet.
Zum Verlegen der Gleise verwendet der Profi bereits zugeschnittene 4 mm dicke Korkstreifen. Sie dämmen die Fahrgeräusche und sind mit den bereits abgeschrägten Böschungskanten besonders für die Märklin-K-Gleise eine formschöne und druckfeste Unterlage. Zum Verbinden der Korkstreifen mit der Trasse tragen wir auf beide Seiten Kontaktkleber auf. Nach dem Ablüften des Klebers werden die ersten Korkstreifen mit ihrer rechtwinkligen Innenkante genau an der Bezugslinie entlang aufgelegt und angepresst. Danach verlegen wir die zweite Hälfte der Korkstreifen spiegelbildlich zur ersten. Bei diesen Gleisverzweigungen wurden die äußeren Böschungen zuerst verlegt. Die inneren Streifen werden zuletzt eingepasst. Zum Abschluss runden wir die Böschungskanten mit Glaspapier noch etwas ab und grundieren mit Nitrolack, um das Saugvermögen des Korks zu reduzieren. Das spätere Einschottern der Gleise gelingt besser, wenn wir jetzt schon vorschottern. Der Korkschotter wird in dunkel gefärbte Dispersionsfarbe eingebettet. Auf den so vorbereiteten Bettungen ist das Verlegen der Gleise jetzt ein Kinderspiel. Vor dem Fixieren der Gleise müssen wir die im Plan vorgesehenen elektrischen Trennungen ausführen. Wir entfernen die Kontaktlaschen und löten die Fahrstromzuleitung an das Kontaktband des Mittelleiters. Da nach dem Einschottern Trennstellen nicht mehr zugänglich sind, führen wir diese Arbeit besonders sorgfältig aus. Mit dem Messgerät überprüfen wir, ob die Gleisverbindungen sauber getrennt wurden und die Trennstellen ausreichend Kontakt haben. Führt ein Gleis im rechten oder annähernd rechten Winkel über eine Trennfuge, legen wir den Schnitt genau über die Fuge. An den feilen Strichmarkierungen wird die Schiene mit der Carbo-Rundscheibe getrennt. Damit die Schienenverbinder in die abgelenkten Schienenprofile passen, sind die Trennstellen sorgfältig zu entgraten. Am Gleisende werden unter jeder Schiene zwei Schwellen unterschnitten, sodass die Schienenverbinder komplett in den Gleiskörper geschoben werden können. Nach dem Zusammenfügen der Elemente müssen die Gleisverbindungen über den Trennfugen noch gut zugänglich sein. Für größere Radien verwenden wir Flexgleise.
Da beim Biegen dieser Gleise die innere Schiene aus dem Schwellenband auswandert, muss sie verkürzt werden. Nachdem alle Gleise verlegt sind, testen wir durch mehrere Probefahrten, ob alle Teilstücke einwandfrei verlegt sind und elektrischen Kontakt haben. Kleine Korrekturen wären jetzt noch möglich. Modellbahngleise wirken natürlicher, wenn die Schienen angerostet werden. Vor dem Einschottern tragen wir mit der Airbrush-Pistole rostbraunen Mattlack auf. Der dabei entstehende Farbfilm ist so hauchdünn, dass Verklebungen an den Weichen nicht zu befürchten sind. Nach dem Trocknen des Lacks reinigen wir die Schienenköpfe mit Verdünnung und Wasserschleifpapier. Zum Einschottern der Gleise verwenden wir Heki-Latex. Er lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und kann für eventuelle Reparaturen nach dem Aushärten vom Untergrund wieder getrennt werden. Korkschotter wirkt sehr vorbildnah und macht die Punktkontakte der Märklin-K-Gleise fast unsichtbar. Im Bewegungsbereich der Zungen und Stellgestänge der Weichen darf nicht geschottert werden. Latex könnte die Mechanik verkleben. Signale und Oberleitungsmasten werden normalerweise erst zum Schluss installiert. Deren Fundamente sowie Tunnelportale und Stützmauern müssen jedoch schon vor der Geländegestaltung angebracht werden. Im Tunnel drücken die rückseitig am Tunnelportal angebrachten Fangbügel die Dachstromabnehmer auf das Fahrdrahtniveau der Oberleitung herunter. Zum Modellieren der Geländetopographie verwenden wir Modellgips. Aluminiumgewebe, das wir mit Stahlklammern an Trassen und Spanten befestigen, bildet die Verankerungsbasis. Da Modellgips ohne Volumenschwund erhärtet, gelingt nahezu jede gewünschte Geländestruktur. Zum Antragen und Modellieren sind gekröpfte Palettmesser sehr gut geeignet. Beim Formen plastischer Felsenstrukturen tragen wir den Modellgips erst mit beginnender Versteifung an. In dieser sämigen Konsistenz lassen sich Felsnasen und Grate am besten modellieren. Wenn der Modellgips nach etwa 20 Minuten erstarrt, kann man bereits mit dem Herausarbeiten der Feinstrukturen beginnen. Wir benutzen dazu, je nach Art des nachzubildenden Gesteins, Stechbeitel oder Schnitzmesser. Nach dem Trocknen grundieren wir mit einem lösungsmittelfreien Tiefgrund.
Danach erfolgt ein Anstrich mit Dispersionsfarbe im hellsten Ton des nachzubildenden Gesteins. Mit etwas dunklerer Farbe ziehen wir zusätzliche Schattierungen ein. Auf den getrockneten Grundanstrich tragen wir abschließend die Lasur auf. Sie wurde aus brauner, blauer und schwarzer Dispersionsvolltonfarbe gemischt und stark mit Bier verdünnt. Beim Abwaschen der Lasur entstehen charakteristische Felsenbilder. Durch Nachtönen der Schattenschläge mit dunkler Staubfarbe erhält die Struktur noch mehr Tiefe. Zum Schluss granieren wir die Felsenstruktur mit heller Mattlackfarbe. Das fertige Felsenbild wird abschließend mit farblosem Mattlack fixiert. Im mittleren Teil der Anlage sind ein Wasserkraftwerk und ein kleiner Fluss entstanden. Wie bei allen anderen Geländestrukturen verwenden wir für den Aufbau des Gewässergrundes Aluminiumgewebe und Modellgips. Nach dem Trocknen streichen wir die Flächen mit dunkelblauer Dispersionsfarbe. Als Schilfimitation werden bündelweise Schweineborsten in braun gefärbte Kunstharzplastikmasse eingebettet. Mit Islandmoos lässt sich der weitere Uferbereich dekorieren. Die am Ufer eingestreuten Kieselsteine werden später vom Gießharz eingebunden und machen das Flussbett sehr vorbildnah. Erst wenn Farbe und Plastikmasse völlig ausgetrocknet sind, dürfen wir das als Flusswasser vorgesehene Epoxidharz eingießen. Als nächstes werden die Arbeiten an der Asphaltstraße abgeschlossen. Nach gründlichem Schleifen und Entstauben der gespachtelten Fahrbahn streichen wir die Oberfläche zweimal mit quarzmehlhaltiger Dispersionsfarbe. Der Anschliff mit feinkörnigem Wasserschleifpapier erzeugt einen verblüffend echten Oberflächeneffekt.
Abschließend werden die Fahrbahnmarkierungen mit dem Rotmarderpinsel aufgemalt. Inzwischen sind auch die als Vegetationsflächen vorgesehenen Geländeteile für die weitere Bearbeitung ausreichend trocken und mit lösungsmittelfreiem Tiefgrund behandelt. Vor der Grasbeflockung ist ein absperrender Zwischenanstrich mit verdünnter Dispersionsfarbe erforderlich. Die grün getönte Dispersionsfarbe wurde mit Tapetenkleister verdickt und nimmt die elektrostatisch aufgeladene synthetische Grasfaser auf. Zum Gestalten von Feldwegen und Geröllhalden betten wir Sand und feinen Kies in entsprechend eingefärbte Dispersionsfarbe. Alle Laubbäume, Sträucher und Büsche wurden individuell unter Verwendung von Heki-Flor-Belaubungsvlies gestaltet. Das Vlies wird einfach über die mit Kleber besprühten Äste der Baumrohlinge geformt und anschließend mit Mattlackspray fixiert. Zum Gestalten von Fichten- und Tannengruppen modifizieren wir gedrehte Serienbäume durch Auslichten und Beflocken. Niedere Büsche formen wir aus Astgabelspritzlingen oder Islandmoos. Durch Überformen mit Heki-Flor wirken sie noch vorbildnäher. Weit auseinandergezogen eignet sich das Vlies auch zum Nachbilden von Efeu, Weinranken und Rebenzeilen. Neben den Bausatzmodellen der Firmen Faller, Kibri, Vollmer und Pola finden sich auch einige Bauwerke eigener Planung auf der Anlage. Die Staumauer hinter dem E-Werk und die Burgruine entstanden in Handarbeit aus Sperrholz und den in unserem Atelier entwickelten Heki-Dur-Modellbauplatten. Auch Tunneleinfahrten und Stützmauern lassen sich leicht mit den Modellbauplatten verkleiden.
Fertige Bausatzmodelle sind in der Regel zu bunt eingefärbt. Vor dem Zusammenbau erhalten Sie im Airbrush-Verfahren die dämpfende Patina. Durch Granieren mit hellgrauer Mattlackfarbe heben sich kaum sichtbare Makrostrukturen wie Dachziegel und Holzmaserungen hervor. Auch der Bereich rund um die Versorgungsgleise im Bahnbetriebswerk erhält seine natürliche Rußpatina. Der vollautomatische Anlagenbetrieb einer Modellbahn dieser Größenordnung ist nur über eine Computersteuerung möglich. Wir wählten das Soft-Lock-Programm der Firma Schapals Mindelheim, die auch die elektrische Installation durchgeführt hat. Nach diesem Konzept können auf der Anlage 15 Züge mit Längen bis zu 2,80 Meter automatisch verkehren. Das Märklin-Digitalsystem bietet beste Voraussetzungen für einen solchen Mehrzugbetrieb. Im Gegensatz zur herkömmlichen Modellbahnsteuerung können mit Märklin Digital bis zu 80 Züge über nur ein Regelgerät gesteuert werden. Sowohl die Steuerbefehle an die Loks als auch die Schaltbefehle für Signale, Weichen und Entkuppler werden in Steuergeräte wie das Control 80 oder das Keyboard eingegeben. Intern werden die Befehle in digitale Informationen verwandelt und von der Zentraleinheit über nur zwei Kabel zur Anlage weitergeleitet. Damit reduziert sich der Verkabelungsaufwand auf ein Minimum. Die Decoder entschlüsseln die digitalen Informationen und wandeln sie in Fahrstrom oder Schaltimpulse um. Damit ist jede Lok nach einem bestimmten Codierschlüssel über ihre eigene Adresse individuell steuerbar. Zur Steuerung der Signale und Weichen können bis zu 16 Magnetartikel am Keyboard angeschlossen werden. Alle Fahr- und Schaltbefehle werden im Memory gespeichert und sind jederzeit über Tastatur- oder Gleisschaltkontakte abrufbar. Die Verbindung zum Computer erfolgt über das Interface. Neben dem vollautomatischen Computerbetrieb kann immer noch konventionell gesteuert werden. Die Infrarot-Fernbedienung gestattet sogar den kabelunabhängigen Handbetrieb. Die Software der Computersteuerung regelt den Streckenverlauf, die Geschwindigkeitsvorgaben und die Bahnhofsaufenthalte individuell für jeden Zug. Jedes Zuglaufprogramm beginnt und endet in einem definierten Gleis der drei Schattenbahnhöfe. Die Züge können beliebig einzeln oder in Gruppen gestartet werden. Ein integriertes Blocksystem sorgt für hohe Betriebssicherheit auf allen Strecken. Die zum Einleiten der Bremsvorgänge erforderlichen Gleiskontakte werden durch zwei Einschnitte in eine Schiene hergestellt. Sie sind mit dem Computer verbunden und melden jeden darüber rollenden Radsatz. Auf dem Bildschirm können wir leicht die Zugläufe verfolgen und Weichen und Signalstellungen kontrollieren. Außerdem können Weichen und Signale auch manuell gestellt werden. Zur Sicherung eines reibungslosen Ausstellungsbetriebes müssen die Gleise regelmäßig gereinigt werden. Ein spezieller Reinigungszug durchfährt zweimal täglich das gesamte Streckennetz. Er besteht aus einem Reinigungswagen und einem Staubsaugerwagen,
und wird von einer mit Bleigewichten beschwerten Lokomotive gezogen. Dann ist es soweit. Die Anlage nimmt ihren automatischen Betrieb auf. Der erste Schnellzug hat den Bahnhof schon verlassen und fährt zügig in das gerade Teilstück der rechten Anlagenhälfte. Das war die Geschichte vom Bau der schönsten und größten Märklin-Modellbahnanlage aus dem Atelier Stein. Sie steht im Modellbahnzentrum Pfarrkirchen bei Passau und kann dort das ganze Jahr über besichtigt werden.